Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Meine Damen und Herren, es geht hier mit dem 124er weiter. Aber heute habe ich was vor. Heute mal, wie soll ich das jetzt sagen? Vom Schnitt her wird es ein anderes Video. Ich versuche euch immer die Stellen vorher, nachher zu zeigen, während dem Video. Alle haben Fragezeichen jetzt. Ich auch beim Erklären. Alles gut. Also, der 124er muss in diesem Video fertig werden. Fertig meine ich außenrum komplett und auch hier die Schlieren weggemacht, dass man dann draußen vorzeigen kann. Und ich versuche die eine Felge, beziehungsweise den Felgenschloss, was da noch drin ist, wo ihr wisst, den wir nicht aufgekriegt haben, den auf jeden Fall noch aufzumachen. Bleibt dran, es wird witzig. Wir sind ja auch an einer Dachreling jetzt hier stehen geblieben. Da drüben ist sie dran, die ist nicht dran, die ist nur reingesteckt. Und hier ist sie noch gar nicht dran. Jetzt muss ich aber noch mal gleichzeitig prüfen, ob die Gummidichtung vorher rein muss. Guck mal, wie die Scheibe aussieht. Junge. Ja, sinnvoll, wenn man die Scheibe vorher putzt, ne? Bevor man das hier alles, die Leiste einfach da drauf rotzt. Die rotze man nicht einfach drauf. Die mache ich jetzt erstmal sauber. Und das meine ich jetzt, was ich gesagt habe. So sieht die Scheibe jetzt aus. Und so sieht sie jetzt aus. Ja, ein bisschen Schierspuren habe ich hier noch ein bisschen. Aber zum großen Ganzen, das habe ich gemeint mit diese Vorher-Nachher-Effekte. Jetzt pass auf, jetzt fragen mich viele wahrscheinlich, ja, wie hast du das jetzt gemacht oder so. Ich habe wieder diesen Universalreiniger hier genutzt von Kochchemie und ein Gillette. Das zeige ich euch jetzt mal ganz grob. Hier an der Heckscheibe, da habe ich nämlich dasselbe Problem mit den Schlieren. Ich sprühe es nur einmal drauf und dann. So, ich fahre da nur ein, zwei Mal drüber. Ihr müsst natürlich den relativ flach halten, sonst macht ihr viele Kratzer rein, wenn ihr ihn so fast senkrecht haltet, sondern einfach nur schräg drüber. Junge, ich könnte ja Aufbereiter werden. Ist halt blöd halt jetzt mit der Hand hier, aber es geht. Jetzt pass auf, ich zeige euch einen Unterschied. Hier ist es immer noch, aber wenn ich jetzt hier drüber, gibt es immer noch Schlieren. Ob man das so erkennt. Und jetzt hier. Auch sowas. Hier. Das sieht man nicht alles, gell? Moment, ich probiere es hier nochmal. Giletto. Ja. Ah, das ist mehr von innen hier. Gut, dann muss ich das auch von innen machen, natürlich. Wie ihr erkennen könnt, wird die Scheibe sauber. Und so habe ich es halt am oberen Rand gemacht. Hier komplett den Rand gemacht. Das heißt, wenn ich die Leiste drauf mache, habe ich auch keine Angst, dass jetzt Dreck rausguckt. Und das mache ich jetzt für euch in Zukunft öfter. Gerade bei Zusammenbau, das, jenes. So, wupp, alt, wupp, neu. Vielleicht gibt es schon, ich weiß es nicht. Das ist mir auch scheißegal jetzt. Next Step. Aber es ist schon spät. Alle sind weg. Ich weiß nicht, ob ich noch ein bisschen was mache oder mich gleich verziehe. Und dann morgen alle Frische wieder kommen, weil morgen ist Samstag, Ruhe, niemand da, vielleicht Besucher, aber das hindert mich nicht am Zusammenbau. Bevor ich Tschüss sage, wollte ich noch die Leisten eigentlich verbauen, hier vorne, da und hier. Jetzt mache ich das auch so, stelle mich jetzt einfach wieder in die gleiche Position, so, hopp. Das gleiche natürlich auf der anderen Seite, die Leiste ist wieder drin. Die andere Seite mache ich aber ohne Kamera. Jetzt geht es zum Dachreling. Und zwar sieht es jetzt noch so aus. Und da ist er wieder. Montiert, festgeschraubt. Gut, dass ich den Himmel da unten noch nicht fertig gemacht habe. Sonst wäre es jetzt ein bisschen blöd gewesen, weil so sieht es jetzt hier noch aus, ne? Dachreling ist fertig. Und du? Du bist auch fix und fertig. Gell, Schatz? Du bist fix und fertig. Da draußen ist gerade, was, keine Ahnung, 38 Grad, 39 Grad oder sowas. Und er hat keinen Bock mehr. Schaffen tust du auch nichts. Nichts machst du. Fresse, schlafen, das ist ein Leben, ne? Jetzt sollte man den Himmelbereich mal hier die ganzen Kabel mal wegmachen, dass sie alle mal ihren Platz haben. So sieht es jetzt gerade aus. Der muss, glaube ich, da oben hin und hier.
So, es geht jetzt auf jeden Fall hier weiter, aber ich habe es noch nicht fertig gemacht, was ich fertig machen wollte, weil hier noch das andere Video läuft. Und alles verbunden. Das war aber nicht schwierig, muss ich sagen. Die waren nummeriert, die Kabel, wo sie reinkommen. Also. Und die Farbe von den Kabeln, also mehr, also falsch geht da nicht. So, und fertig. Jetzt habe ich gesagt, okay, kann ich ja jetzt anfangen, hier den Himmel hinzuhängen. Nein, es fehlt was. Ich habe ein Loch im Dach. Warum habe ich ein Loch im Dach? Weil da eine Dachantenne wahrscheinlich war. Wo ist die Dachantenne? Nicht da. Ja, wir hast einen Gang gerufen. Ja, ich habe keine Dachantenne lackiert. Dann sage ich, wo ist sie? Gehen wir mal Dachantenne suchen jetzt. So, habe ich die letzte Kiste jetzt auch noch vorgeholt. Da ist definitiv auch nichts drin. Ich weiß nicht, was da drin war, weil ich sehe jetzt hier auch kein Kabel, sondern einfach nur ein Loch. Die richtige Antenne habe ich ja hier. Die liegt auch drin. Aber sonst habe ich keine Antenne. Was soll da oben drauf jetzt? Ich weiß nicht, ob diese so eine Flosse ist eigentlich fast so wie hier jetzt. Die ist zu neu für das Auto, finde ich jetzt. Sowas. Der 190er, der grüne, hat es auch. Eine normale Antenne. Okay, ich lasse mich jetzt davon nicht aufhalten. Vielleicht könnt ihr auch in die Kommentare schreiben, was da mal drin war. Es ist definitiv kein Kabel drin. Ob das nur eine Attrappe oder eine Vorbereitung ist, weiß ich nicht. Ich fange jetzt mit dem Heck außen an. Wie gesagt, da will ich jetzt nicht mehr rummachen. Dann fangen wir mal einfach mit dem Heck an, dass wir den mal komplettieren. So sieht er jetzt aus. Also die Scheibe muss ich auch mal putzen. So sieht er auf jeden Fall jetzt aus. So. Sind wir ein bisschen weiter. Also die Scheibe, ich habe sie zwar geputzt, aber jetzt man kann sie besser putzen. Ja. Düse habe ich nur sauber gemacht. Mit Kochchemie natürlich nur sauber gemacht. Dichtungen habe ich nochmal ein bisschen sauber gemacht. Scheibenwischer war ja lackiert von Yasin. Der ist jetzt wieder drauf. Gut, einen Wischer brauche ich auf jeden Fall neuen. So, die Leiste ist auch drin. Jetzt gucken wir mal da unten die Kennzeichenbeleuchtungen. Die habe ich noch neu und original bekommen, weil die alten sahen so aus. Natürlich kann man sie ein bisschen Reinigung machen tun, aber wenn ich sie neu kriegen kann für relativ humanen Preis, warum nicht? Und die untere Leiste ist drauf. Die Chromleiste ist auch drauf, die jetzt in schwarz ist. Die Rückleuchten habe ich jetzt rein. Ich bin noch am Überlegen. Zuerst könnt ihr mal sagen, ob ihr das gut findet, dass einfach dieses Wegschwenken, ja, also ich finde nichts neu, aber Wegschwenken und wieder hinschwenken, alles ist dran. Besser, wie wenn ich mich jetzt die ganze Zeit aufnehme, weil wenn ihr auch noch seht, wie ich jetzt hier mit den Fingern so arbeite, ich suche auf jeden Fall noch die Rückleuchten. Und zwar die, da wo der Blinker und Rücklicht im Prinzip so grau sind. Gab es ja nur bei den letzten Modellen, glaube ich. Ne? Also ganz, ganz wenig. Kriegst du aber im eBay nicht. Also wenn jemand von euch was hat, gerne mir anbieten. Die zwei, hier die Schelle und da oben. Die hat der Jasen irgendwann, wo wir alles eingeladen haben, hat er gesagt, ja, die verlierst du. Und dann hat er sie irgendwo hingeklebt. Ich weiß aber nicht mehr wo, ob das dann irgendwelche Teile waren. Weiß nicht, irgendwo hat er sie hingeklebt, hat gesagt, lass sie da dran. Aber ich weiß nicht mehr, was es war. Wo. Werde ich früher oder später finden. Ja, die Stoßstange muss noch festmachen. Ne? Die ist nicht fest. Aber ganz ehrlich, schöne Po hat das Ding. Ne? Ich überlege gerade noch, ob ich noch so einen kleinen Heckspoiler. Ich muss mal gucken, was es da gibt. Ich habe jetzt noch gar nicht geguckt. So einen kleinen Heckspoiler da drauf wird. Also so ein minimaler Dachkantenspoiler. Nicht oben. Hier ein Dachkantenspoiler. Ich glaube, könnte nochmal. Ich finde ihn schön. Stern braucht noch. Tschüss, Obi. Ciao. Wo geht's hin? Training. Oh, heute Training. Selbstverständlich, Herr Ratzeler. So, Stoßstange ist dran. Habe jetzt festgemacht, die andere Seite ist auch fest. Ich brauche schon wieder diese scheiß Gummidinger hier. Die Tülle, die habe ich leider nicht. Die muss ich auch wieder neu bestellen. Thema Tank. Also. Tankdeckel ist auch drauf. Jetzt gehe ich mal rüber zu den Verplankungen hier. Hintere kurze Teil, hintere Türe, vordere Türe, Kotflügel. Oh, da muss ich aber vorher nochmal prüfen, weil ich habe da gar nicht geprüft, ob die ganzen Clips auch da drin sind. Ich hoffe auf
ich müsste aber auch ein paar da haben. Ich glaube, das geht relativ schnell jetzt. So. Beplankungen sind dran. Jetzt natürlich noch die andere Seite. Geht voran, ne? Man muss halt dranbleiben. Ansonsten nur mit anschauen und Kopf machen geht es nicht. Auch alles dran. Natürlich brauchen wir noch die Schweller da unten. Weiß ich nicht, sind ja keine Originalschweller. Sind ja auch diese AMG-Schweller. Und deswegen muss man da mal gucken, wie ich das mache. Ich glaube, dafür brauche ich die Bühne, bevor ich da rumkriege. So, jetzt kommen wir zu dem vorderen Teil hier. Ne? Klar, die Motorhaube muss man noch fertig machen. Ich habe mir auch schon was bestellt, dass wir es da reinkleben können. Also so Dämmschutz. Die Kabel da hinten wegen der Heizung muss ich noch reinmachen. Scheinwerfer, Grill. Und die Stoßstange sollten wir ein bisschen richtig festmachen, weil die sitzt noch nicht so richtig. Das wird ein paar Minuten, weil ich muss ja noch die Scheinwerfer fertig machen. Und die blöde Dichtung und mein Glas ist immer noch nicht da. Habe ich schon vor über einer Woche bestellt. Und den Scheinwerfer habe ich neue Gläser gekauft. Aber egal. So sieht er jetzt aus. So. Ich bin fix und fertig. Weil es hier auch so schwül ist, jetzt regnet es noch draußen, schwitze ich schon. Und die eine Schraube hier, die da drin ist, jede 124er Fahrer kennt die Schraube für den Scheinwerfer. Die hat heute alle Fluchwörter, die es gibt, von mir abbekommen. Die rechte nicht, also die Seite jetzt nicht, aber die Seite. Ich habe da eine neue Matte besorgt, dass es nicht mehr so nackig aussieht. Die habe ich auch reingeklebt. Grill ist schon dran. Dann Scheinwerfer reingemacht, die Leiste reingemacht, die Blinker reingemacht, die Stoßstange reingemacht und auch natürlich in der Höhe angepasst. Jetzt mache ich mal die Haube mal zu, weil ich habe selber jetzt noch nicht gesehen. Also ihr müsst mich entschuldigen, das sind ein, zwei Schrauben, die halt jetzt alte Schrauben sind. Hätten wir auch alle neu verziehen können. Klar, hätte, Fahrradkette. Das Ding war aber schon zerlegt. Keine Ahnung, welche Schrauben da, wo was drin war, deswegen war es ein bisschen schwieriger. Aber in Zukunft natürlich. Jetzt mache ich die Haube zu und dann zeige ich euch nochmal. Also wie gesagt, bisher Schweller noch nicht dran. Die wollte ich ja nochmal wechseln. Die sind immer noch nicht da. Das heißt, die andere Seite Spiegel habe ich noch gar nicht montiert. Türverkleidungen sind komplett noch nicht montiert. Hier hinten sieht es aus wie die Sau. Das ist mein Teile-Lappen-Werkzeugkammer. So sieht er. Oh, Stern habe ich vergessen. Oh, vorne habe ich auch Stern vergessen. Antennen-Ding fehlt noch, habe ich auch bestellt. Mercedes-Stern hinten auch bestellt. Das fehlt noch. Jetzt mache ich mal zu. Oh, bevor ich zumache, mache ich da den Stern rein. Fallen mir immer noch ein paar Kleinigkeiten natürlich auf. Ich weiß, der gehört hier rein, der gehört nicht hier raus. Ja, wie gesagt, die Scheinwerfer habe ich jetzt innen das Kunststoffding auch abgedunkelt. Man müsste die aber einmal schon polieren. Ist so rau. Natürlich habe ich dann auch noch dunkle Blinker noch besorgt. Weiß nicht, ob das jetzt so US-mäßig auch cool wäre. Gitter natürlich schwarz lackiert, Stern in matt. Der Motorhaube muss auch noch ein bisschen eingestellt werden. Also noch Kleinigkeiten sind auf jeden Fall noch dran, aber zum größten Teil habe ich ihn jetzt außenrum fertig. Türverkleidungen brauche ich halt noch wirklich noch welche, weil die, was ich da habe mit Risse und so, ich weiß nicht, ob ich die überhaupt reinmachen soll. Und dann bereue ich es. Klar, noch mal putzen, was ich jetzt auf jeden Fall noch machen muss. Ich muss hier diese Gummis hier noch ein bisschen reinigen. Das ist nicht so schön, aber das kriegt man auf jeden Fall noch sauber hin. Ja, hier, seht ihr diese Rückstände? Das machen wir auf jeden Fall noch weg. Dann ist noch die Überlegung, ob man Scheibenwischer vielleicht auch in schwarz lackiert oder lassen wir das. Weiß ich nicht. Und die Sitze kommen jetzt auf jeden Fall. Also Next Step ist die Innenausstattung. Wie gesagt, ich muss noch gucken, ob ich Türverkleidung kriege. Die Sitze nehme ich nochmal raus, nochmal richtig reinigen und dann gehen sie zum Jacin zum Lackieren. Wann das jetzt wird, weiß ich nicht. Zumindest ist er außenrum komplett. Und so gerade so Geschichten wie so der Teppich und so, die sehen schon fertig aus. Auch von innen sieht man ja. Also man könnte es jetzt verwenden, aber wenn ich natürlich welche kriegen würde für einen vernünftigen Preis, sondern nicht grau. Und dann muss man die natürlich auch mal intensiv reinigen. Den Rest mache ich. Ich bleibe auf jeden Fall dran, dass ich die Innenausstattung noch mache. Das ist mir nämlich sehr, sehr wichtig. Rückleuchten muss man polieren. Ja, es ist noch ein bisschen Geschäft ist noch, aber immerhin ist der soweit schon. Ich finde schon gut. Ich finde den echt geil.
Wie gesagt, Plan ist auch noch natürlich nach dem Fahrwerk zu gucken. Räder müssen natürlich runter, andere Räder, so dass der auch jetzt nicht einen auf richtig dicke Hose, das will ich nicht natürlich, ne? Aber so im großen Ganzen schicker Kombi mit schönen Rädern, 18 Zoller, bisschen, ja, Retro halt, ne? Ich finde ihn cool, ich weiß nicht, wie oft ich das jetzt gesagt habe, aber ich finde ihn so cool, dass ich meine, dass er wirklich auch cool ist. Und dann denke ich, dass wir damit auf jeden Fall Spaß haben in Zukunft. Dienstags kommt unser Wochenalltagsvideo von der Vorwoche. Ist das Versuch jetzt beizubehalten, was alles so in der Woche passiert. Und dann kommt donnerstags ein Video und dann Sonntag wieder. Und irgendwann gehen wir natürlich wieder auf die 4 hoch, weiß aber noch nicht wann, ob es jetzt in der Türkei, ab der Türkei-Reise sein wird. Es gibt auf jeden Fall noch viele, viele, viele Themen da draußen. Ihr wisst ja Bescheid. Der 124er, der jetzt hier draußen steht, dieser, was ist der, blau, lila? Der wird jetzt auf jeden Fall auch zum Karosserie, zu einem anderen nochmal, einen neuen. Der hat mir ein Angebot gemacht, hat gesagt, kann da Samstag, Sonntag ein bisschen dran arbeiten. Habe ich gesagt, gut, eilt ja nicht, Hauptsache es passiert was. Da wird der Hoflehrer. Ich will ihn abgeben und dann will ich, dass die Karosse wirklich komplett top ist. Und dann werden ein paar Sachen noch lackiert an dem, ne? So Kleinigkeiten wie die Stoßstange. Vielleicht mache ich auch ein AMG-Paket wieder. AMG-Paket hier, AMG-Paket Coupé. Göckel, bei dir läuft's, ja? Ja, auf jeden Fall habe ich voll Bock auf dieses Auto. Und natürlich mit dem 230er Kompressormotor, wie ich schon erwähnt habe, ist ja schon praktisch der Basis davon. Der E220 mit 150 PS hier. Im Prinzip auch kein großer Umbau. Habe auch schon mit Raphael gesprochen. Apropos Raphael habe ich letztens gesprochen. Und dann wollte er wissen, was sind denn mit 190er? Dann habe ich gesagt, zieh dich nur warm an, Junge. Also es ist rein Spaß bei uns unter Freunden. Dumme Sprüche einfach hin und her. Und ich glaube, dass man eigentlich demnächst, Chris muss noch einmal kommen. Und wenn er dann da war, wird es beim 190er noch ein, zwei Sachen hier komplettiert. Und dann ist der auch ready. Das heißt, wir fahren auf jeden Fall hier noch eine Runde oder größere Runden und werden dann anschließend auch zum Marco auf den Prüfstand gehen, um einfach einen direkten Vergleich mit PS-Zahlen gegenüber Raphael sein Auto zu haben. Und da bin ich echt gespannt, was da dann rauskommt. Und dann sehen wir uns auf dem Flugplatz. Wir planen denn schon. So weißt du mal schon. Wir planen Flugplatzrennen. Aber es wird ein Halligalli-Rennen. Da ist nicht nur Raphael und ich, sondern da ist Marco, da ist Gockel. Das wird schon was. Also in diesem Sinne wünsche ich euch was. Ich halte euch auf dem Laufenden. Bis dann.